zusammen und willkommen zu meinem neuen Video nach einer kleinen, längeren Sommerpause. Dieses Video ist ein klein wenig anders als meine anderen Videos davor, denn heute geht es ab in die Küche und es wird gekocht. Willst du auch kochen? Der Sommer ist in Japan ziemlich schwül und heiß und ich für meinen Teil weiß ehrlich gesagt nie so recht, was ich essen soll. Deswegen geht es heute ab in den Supermarkt und dann in die Küche. Und dann zeige ich euch meine liebsten, einfachen Sommergerichte. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was ihr selber gerne ausprobieren möchtet. Japanische Supermärkte unterscheiden sich von deutschen nicht sonderlich im Generellen. Hier und da sind die Öffnungszeiten länger, es gibt abends meist viel reduziert, weil Platz für neue Ware vom nächsten Tag geschaffen werden muss, und manchmal findet man sogar importierte Ware wie Nutella, Brezeln und anderes. Auch gibt es innerhalb Tokios Supermärkte, die es nur in bestimmten Gegenden gibt. So habe ich für meinen Teil zum Beispiel immer nur vom Gyomu gehört, aber noch nie einbetreten, weil es diesen in meiner Gegend nicht gibt. Es gibt auch Discounter unter den Supermärkten, wie den Oke Market. Dieser ist eher im südlichen Teil Tokios zu finden und preislich sehr günstig im Vergleich zu anderen Supermärkten. Natürlich gibt es auch das Gegenstück dazu. So sind die Lebensmittel in Supermärkten wie Presse oder Dayen deutlich teurer. Die Art von Supermärkten findet man auch dementsprechend in Stadtteilen mit dem finanziell passenden Klientel. Generell kann ich aber sagen, dass Lebensmittel in Supermärkten wirklich erschwinglich sein können, es sei denn, es handelt sich um Obst, Gemüse oder Wagyu. Deshalb empfehle ich jedem Tourist, sofern es einen Supermarkt in der Nähe seines Hotels gibt, diesen aufzusuchen, anstatt zum Konbini zu gehen. Klar, ist dieser sehr convenient, aber generell kosten Getränke und andere Dinge weniger im Supermarkt und man spart somit ein wenig Geld. Auch Bentos und vorgekochte Gerichte, die man nur in die Mikrowelle schmeißen muss, sind auch variabler. Mikrowellen, heißes Wasser und Eiswürfel gibt es by the way auch in den meisten Supermärkten. Fangen wir mit einem ganz einfachen Gericht an, Somen. Das sind sehr feine, lange Fadennudeln aus Weizenmehl mit kurzer Kochzeit. Wir essen immer diese hier von der Marke. Diese Nudeln hier heißen Hiyamugi. Diese sind wesentlich länger und werden in der Mitte durchgebrochen vor dem Kochen und brauchen ein klein wenig länger, bis sie durchgekocht sind. Somen kann man in vielerlei Arten essen. Hier zum Beispiel haben wir Furikake für Somen. Dieses beinhaltet Agedama. Dies sind kleine Kügelchen aus frittiertem Tempura-Teig. Erstmal bringen wir das Wasser zum Kochen. In der Zwischenzeit hole ich Fisch aus dem Tiefkühlfach, denn heute gibt es dazu noch Yakizakana, Makrele und Lachs. Diese werden auf beiden Seiten gesalzen und zusätzlich noch mit etwas Dashi beträufelt für etwas stärkeren Geschmack. Unser Herd hat eine automatische Funktion für verschiedene Sachen, Toasten, Yakizakana und mehr. Das ist sehr praktisch, weil der Fisch so nebenbei brutzeln kann, während ich mich um die Somen kümmere. Das Wasser kocht mittlerweile und die kommen da jetzt rein. Drei Minuten müssen sie nun kochen. Mein Mann hat nebenbei noch Chikuwa in die Mikrowelle geschoben. Chikuwa wird aus Zutaten wie Fisch, Surimi, Kochsalz, Stärke und Eiweiß zubereitet. Sie
Sind die Somen fertig gekocht, müssen sie unter kaltem Wasser abgekühlt werden. Um sie an einem heißen Sommertag kühl zu halten, kommen meistens noch Eiswürfel in das Sieb. Nun fehlt nur noch eine Schale mit Menzöljü und Wasser und dann kann endlich gegessen werden. Ich mag zusätzlich noch etwas Wasabi sehr gerne oder halt für die Kacke. Man kann echt gut variieren. Ach ja, und noch eine kleine Drink-Empfehlung. Aktuell gibt es ja Matcha Latte. Und dieser hier ist mein absoluter Favorit. Das mit Eiswürfeln an einem heißen Tag, einfach super. Als nächstes stehen Yakisoba auf dem Plan. Generell gibt es im Supermarkt die Fertigpackungen mit den Nudeln und der Gewürzmischung zu kaufen. Je nach Lust und Laune kann man diese mit den Zutaten vermischen, auf die man Lust hat. Normalerweise essen wir Schweinefleisch dazu, aber diesmal verzichten wir darauf. Ich wollte erstmal sagen, wir machen eine vegetarische Variante, aber das stimmt nicht so ganz, da die Gewürzmischung Fisch beinhaltet und wir tun auch noch Chikuwa rein. Jetzt wird erstmal der Kohl klein gemacht. Die Yakisoba werden mit etwas Kochsake begossen und in der Mikrowelle vorgewärmt. Somit kleben sie nicht so sehr aneinander. Durch das Aufwärmen in der Mikrowelle verschwindet der Alkohol, aber ein guter Geschmack bleibt. Man könnte die Nudeln natürlich auch mit Wasser in der Pfanne aufwärmen, aber dies würde den Geschmack etwas verringern. Die Pfanne wird mit Öl erhitzt, dann kommen Kohl und Bambussprossen rein und die Chikuwa-Stücke. Um den Geschmack zu verstärken, benutzen wir zusätzlich noch Yakisoba-Soße. Dann kommen die Nudeln und das Gewürz dazu und alles wird vermischt. Fertig! Dazu gibt es noch roten eingelegten Ingwer und Aonori. Das sind zerstückelte Algen, die für Gerichte wie Yakisoba, Okonomiyaki, Takoyaki und weiteres verwendet werden. Pardon, dass ich alles by the way direkt in der Küche filme. Hier ist das Licht etwas besser als im Wohnzimmer und ich kann etwas entspannter das Essen filmen. Ansonsten würde eine gewisse kleine Madame ständig dazwischen funken. Und hier kommt auch schon das letzte schnelle Sommergericht, Shabu-Shabu-Salat. Das ist wirklich schnell gemacht. Erst den Kohl wieder klein schneiden. Dann das Schweinefleisch kurz kochen, bis es gar ist. Und dann ab damit auf den Kohl. Für
für etwas Geschmack mit Soße nach Wahl überträufeln. Ich habe hier Sesamdressing gewählt, weil ich das sehr gerne mag. Und schon ist es angerichtet. Das geht wirklich sehr schnell. So, das war's mit der Kocherei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Das kommt dann etwas schneller, versprochen. Also dann, wir sehen uns. Ciao!